Sarah macht's wird dir präsentiert von Ottos. Über 100 Mal in der Schweiz. Mannschaft, Seile lösen! Okay, ich kann nicht so schnell steuern. Bonjour! Hallo miteinander und herzlich willkommen. 500 Leute in der Schweiz teilen ein gemeinsames Hobby. Sie sind Mitglieder im Schliessenschifferclub und tuckern mit ihren Kanalschiffen umeinander. Durchschliessen und abheben heisst darum heute für mich, und zwar im französischen Lützelbürg. Ich bin Freddy Weber, seit 20 Jahren beim Schweizerischen Schliessenschifferclub. Die Aufgabe heute für Zara ist, Kanalschiff fahren. Wir passieren vier Schleusen und als Höhepunkt gehen wir das Hebewerk auf. Sarah, komm rein, wir starten den Motor. Nimm schnell Platz. Motor, als erstes anlagern. Ja, natürlich. Also, wie muss ich das einfach da? Also, jetzt musst du zuerst vorheizen. Vorheizen. Das ist ein Dieselmotor, den musst du vorwärmen. Mhm. Da drückst du den Schlüssel auf On. Einfach einmal. Und jetzt wartest du, bis das Licht auslöscht. Jetzt ist gut. Starten. Und schon können wir los. Dann gehen wir heute beim schönen Wetter rüber steuern. Da am Steuer bist. Ah, du lässt mich steuern, Vollgas? Ja, sicher. Freddy, ich kann noch ein Küsschen haben, mein Füllchen tut jetzt schon weh. Etwas ganz Wichtiges. Da siehst du, wie das Ruder steht. Das ist wichtig, wenn du losfährst, musst du ja wissen, ich will ihn. Richtig, dass er zieht. Hier hast du Führerschein, Anschlag, nachher kannst du Gas geben. Neutral, in der Mitte, zurück in den Anschlag, dann ist der Gang drin. Und dann kannst du Gas geben, hinterste. Also ich muss wirklich Gas geben? Ja, natürlich musst du nachher Gas geben. Ganz vorsichtig. Also, dann legen wir los. Oder legen wir ab, sagt man, oder? Ja, jetzt haben wir ja eine Mannschaft und die müssen uns Seile lösen. Du gibst Kommando, Seile lösen. Mannschaft! Seile lösen! Ja. Gibt es da ein Hupi? Wenn ich schaue, dort drin, der Knopf, der schwarz. Der schwarz? Ja. Oder? Au, oh, jetzt haben wir ihn abgestellt. Ja, das ist ja lustig. Aber was, wir sind schon bei der ersten Schleuse? Ja, natürlich sind wir bei der ersten Schleuse. Machst du mich nicht zuerst vielleicht noch Schuhe auf so eine Schleuse? Was muss ich dort machen? Ich warte, bis Rot-Grün kommt. Das heisst, sie wird vorbereitet, wenn Rot-Grün kommt. Und nachher wechselt das Licht auf Grün. Wechseln. Dann kann man einfahren in die Schleuse. Wir haben noch immer Rot. Wie lange geht es durchschnittlich in so eine Schleuse? Ja, dann kannst du rechnen mit etwa 20 Minuten. So. Pro Schleuse? Pro Schleuse. Ich habe ein bisschen Angst vor der ersten Schleuse. Es sieht irgendwie so, so beängstigend, das Loch, das einem so einsaugt. Es ist rot-grün geworden. Du siehst, wie das Wasser ablaufen lässt. Du kannst dich bereit machen. Ja, hast du den Ruderstandsanzeige geschaut? Ja, es ist so halb so ein mehr links. Ja, gut, der Martin gibt uns ein kleines Schüpfchen, dann können wir geradeaus weg. Ja, genau. Ja, du musst aber ein grosses Schüpfchen geben. Du. Gas. Auf welche Seite muss ich hier? Lenken. Ja, Führerschein. Und jetzt? Wäre ich rechts. Ja. Jetzt fährst du von rechts her, machst das möglichst gerade vor der Schleuse stehst. Du siehst dort das Wasser, das einläuft. Mhm. Da solltest du dann ein bisschen Fahrt haben, sonst nimmt dich den weg. Nein, das ist sicher nicht. Mal, der drückt dich dann auf die Seite und dann verwünschst du das Loch nicht. You left me in the Oh Gott. Noch mehr die Seite nach links einschlagen. Du musst auf der linken Seite kommen fest. Ja, ja, ich tue. Okay. Gut. Okay. Ja, super. Und ich habe fast den Kopf angeschlagen. Ja, und ich muss auch wieder zurückkommen. Ja, ich probiere. So, jetzt musst du aber runterkommen. Ja, sag doch das. Wenn du nicht in Ding rein tust. Schön bremsen. Noch ein bisschen bremsen. Weißt du, er läuft noch ein bisschen weiter. Gut. Jetzt ist es neutral.
Ja, ist neutral. Jetzt rennst du nachher hin und da zu und nachher wird das Wasser einlaufen lassen. Mann, das check ich null. Hey. Du siehst hier die zwei Stangen. Die blau, die muss man aufziehen. Das heisst, dann geht der Automatismus, also das Hintertor geht nachher zu. Bei der roten kannst du abziehen, wenn irgendetwas passiert in der Schleuse. Dann haltet alles. Das machst du vom Schiff aus, also der müsste jetzt weiter führen kommen. Oder wir haben ja Leute draussen. Aha, man kann es eben von uns draussen machen? Ja, kann man auch. Ziehen, runterlassen und dann hinten dran blinken, das ja. Heißt Zeichen, die Augen zu. Jetzt merkst du schon, wie Wasser reinkommt. Jetzt gehen wir hier rauf? Ja, jetzt gehen wir rauf. An sich musst du nichts machen, aber du kannst. Was muss ich da du machen? Du kannst ein bisschen korrigieren, wenn man vorne gegen das Tor fährt. Hebe. Einfach nichts sagen, dann bin ich. Ja. Sind doch einfach mal ruhig. Lasst doch den Freddy und mich einfach machen. Die haben keine Ahnung von Kanalschifffahrt. Aber null. Ich sage, die stellen sich, als wäre es ihre erste Schleuse. Die Mannschaft ist alles. Aber die Mannschaft ist alles, wenn du einen Loser dabei hast, wie die, die wir heute haben. Dann kannst du es vergessen. Ich sag das. Aber du hast ja gerade gelobt, hast du Gas über das Gas unter uns. Ja, natürlich. Also, hey, das sagen wir nicht. Jetzt wäre das schön pein, können Sie etwas mitbekommen. So. I put you up, I treat you well. I tell you secrets I never tell. So. Und jetzt? So, und jetzt mache ich wieder Platz. Du nimmst Platz und dann musst du den Befehl geben, zum Kleinen lösen. Mannschaft! Nein, halt, 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 Sarah. Schau mal schnell, da sind wir nicht offen. Ah, es muss erst offen sein, komplett. Ja, das wäre schon gut. Kann man Kleine losmachen? Nein. Ich gebe ein Zeichen, wenn man Kleine losmachen kann, und das ist noch nicht. Mein Gott! Ist gut? Ja. Also, Mannschaft, Leine losmachen! Da hinten hört man nichts. Ist da hinten auch die Leine los? I put you up, I treat you well. Da vorne vorbei, ohne Kollision. Tell you secrets I never tell. Gerade um die Ecke ist die Schleuse, oder? Da, also. Das war die schönste Einfahrt, die ja, du je gesehen hast. Perfekte Einfahrt, ja. Schau, wie man die Burg da hinten schön geschiebt. Wir steigen, dann sind wir wieder on top. He? Jawohl. Und eben vorher, dann ist natürlich die Mannschaft ausgestiegen und hat auch geholfen drehen. Dann ist es ein bisschen schneller gegangen. Leine los, wir gehen. Ruderstandsanzeige kontrolliert. Vorsicht, Gas geben. Die Schleuse geht zu. Hey, ja, ausfahren. Komm. Was muss ich? Retour, fest. Ja! Ich muss mir schon etwas sagen. Ja, du, das ist mir aber nie passiert. Was lang gegangen? Schneller müssen rausfahren. Ja, gut. Ja. Jetzt stecken wir fest. Jetzt kommen wir schon zu den nächsten. Ja, da sind fast. Wir dann schon bei der dritten von vier. Ja. Also ich habe es schon gleich überstanden. Nicht schlafen. Ja, die schlafen immer da hinten. Ja, der ist ein bisschen ein Träumer. Wir müssen schnell raus, weil sonst kommen wir wieder nicht raus. Oh, wir haben zwei Minuten Zeit. Ja, eben, das ist nicht lang. So, wir sind hier an einem wunderschönen Plätzchen angelangt. Wir machen eine Pause, gehen schnell runter.
und trinken das. He? Ja, wie ist denn das? Kann man da einfach überall anhalten, wo man will, mit einem Kanalschiff? Da kannst du grundsätzlich. Du siehst ja überall frei. Und du dürftest jetzt da einfach übernachten? Da darfst du, ja. Ah, ja. Kein Problem, du darfst einfach niemanden stören. Also ist das eigentlich wie ein Wohnmobil, einfach auf dem Wasser? Kann man so sagen. Es ist etwas bequemer als ein Wohnmobil. Muss man denn da so ein Kanalschiff-Prüfe machen? Für die Mipo brauchst du das nicht. Du bist völlig legal am Steuer. Wenn du mit dem eigenen Schiff kommst, dann musst du ein Permis haben, also einen Ausweis. Die von der Schweiz, die haben keine Längenbeschränkung drin. Die gelten eigentlich überall für die grössten Schiffe. Gibt es Orte, wo man nicht kann, Kanalschiff fahren kann? Ich würde sagen, also, fürs Meer sind dann die Schiffe nur bedingt geeignet. Also in Holland hast du so ein Seiselmeer, das ist ein Binnensee, eigentlich, ein Binnenmeer. Das kann schon sehr hoch sein und ist vielleicht nicht geeignet für Kanalschiffe. Jetzt, Schleusen sind ja das eine. Was sind aber sonst Herausforderungen im Kanalschifffahren? Du musst miteinander auskommen an Bord. Wenn wir gemerkt haben, funktioniert das nicht immer so. Wenn du eine Crew hast, die nicht harmoniert, dann vermeisest du die ganze Ferien. Aber man lernt das Zusammenleben auf einem Schiff. Und dann gibt es natürlich technisch noch Herausforderungen. Wenn du auf dem Fluss bist, auf dem fließenden Gewässer, dann musst du noch das eine oder das andere halt im Griff haben. Es gibt dann ein bisschen höhere Anforderungen. Jetzt eben so ein Mietboot kann in dem Fall jeder steuern. Wie kommt man aber überhaupt an so ein Mietboot hin? Also bietet ihr da vom Club ein bisschen Hilfe an? Ja, das machen wir. Wir machen den Schleusenkurs. Das ist ein Wochenende auf einem Mietboot. Dann instruieren wir. Das ist aber nur für die Leute, die wollen, natürlich. Andere die gehen auch völlig unbedarft das Steuer einfach und fahren mal los. Und, die nächste Schleusenwand rein oder die nächste Pfahl rein, kann man so sagen. Ja, definitiv. Also, learning by doing ist das dann, ganz klar. Wer kann denn grundsätzlich bei euch im Club beitreten? Muss man hier ein Kanalschiff haben? Nein, ums Himmels willen nicht. Du hast Mieter sind uns ebenso willkommen. Ne? Wo sind wir jetzt heute genau? Heute sind wir im Elsass, auf dem Kanal Marnorin. Der geht hat hier hinten angefangen in Straßburg. Der geht hier weiter, ganz weit auf Paris. Also könnten wir heute bis auf Paris tuckern zusammen? Heute nicht gerade, aber wenn wir Zeit haben, ja, gerne. Gehen wir zum Eiffelturm? Ja, können wir. Romantisch. Können wir. So, jetzt würde ich dir gerne den Wunsch überreichen. Wenn du was ist denn da schön? Ein Wunsch frei hättest, welcher wäre das? Welcher wäre das? Ein Wunsch frei? Ja, dass der Sommer das Wetter etwas so bleibt, wie wir es heute haben. Das ist doch ein sehr schöner Wunsch, den ich mich anschliesse. Und jetzt kommen wir zu den Zuschauerfragen. Wie viel kostet das Kanalschiff? Das ist unterschiedlich. Das kann Occasion von 30'000 Schweizer Franken fängt das an, das kann bis zu 500'000 und höher. Wie kann man bei euch Mitglied werden? Das ist ganz einfach. Du fühlst ein Böckli aus mit Adresse und schickst das dem Sekretär und schon bist du Mitglied. Wie schwer ist so ein Schiff? Ja, das Schiff wird etwa 6 Tonnen haben. 6 Tonnen? 6 Tonnen, ja. Ja, das ist ja eigentlich nicht so viel. Also, es gibt ja wahrscheinlich noch viel grössere als das. Es gibt viel grössere. Das ist natürlich ein Polyesterboot. Mhm. Das ist ein Mietboot auch, gell? Mit dem haben wir natürlich es nicht können gehen. Du hättest ja auch eins, oder? Ja gut, das ist ein bisschen schwerer. Aber ein bisschen teurer und ein bisschen. Du bist eigentlich so mit der 500'000 da, nein, nein. Ich bin wieder günstiger. Ah ja. Sehr günstiger okay. Sogar. Aber es ist ein Stahlschiff, weg 14 Tonnen. Es gibt aber Stahlschiffe natürlich, die dann bis 50 Tonnen auf Hilfe. Wir sind dann ein bisschen grösser. Ja, das glaube ich. Ein bisschen weiter und halt ein bisschen schwerer. Ja. So, und jetzt gehen wir weiter mit unserer 6 Tonnen Schifffracht. Geh bewegen. Ja. Gut, ja. Sehen wir noch? Also, eine Schleuse weiss ich, kommt noch. Wir haben noch eine und nachher kommt der Höhepunkt. Du gehst in die Luft. Also, du steigst im Seilaufzug rauf.
Ich bin gespannt. Gehen wir. Okay, wir hauen es. Ja, bist du wahnsinnig? Hey? Ich kann nicht so schnell steuern. Oh, mal. So. Wir kollidieren. Ja, jetzt ist gut. Jetzt wieder mit der Ruhe. Völlig mit der Ruhe. Völlig mit der Ruhe. You're so bright, like a dream. You burn up everything. We might make a scene. Ignite. Und schon ist die Schleuse da. Und die Rühe offen. Wir können gerade rein. Probably yes. Yeah. Machen! Ach! Schöner! Kannst du jetzt einfach nicht in den Schleuser reinfahren? Nein, hast du gut gemacht. Oder? Ja. Und darum müssen die einfach den Rest machen? Sie sollen spuren. Ja? Sie sollen zuerst das Feld mal so schön reinfahren. Der Kapitän ist der Chef am Bahn. Genau. Das bin ich. Jetzt kann ich Gas geben. Ja, endlich Gas geben. Hallo, jetzt siehst du hier. Oh, da hinten ist sie. Die ganze Geschichte vom Plan Incliné. Oh Gott. Oh, da habe ich jetzt aber schon ein bisschen Angst. Und du musst links halten, links, ja, links einen grossen Bogen machen, ja, links rum. Fahren hier rüber. Jawohl. Wir legen hier links anlegen. Was heisst das? Ich muss halten? Ja, doppelrot ist halten. So. Das ist kurz nass. Und jetzt ein bisschen retour. Du musst langsam anbremsen. Mhm. Ja, und jetzt bleibe ich hier sitzen, während wir so schräg hier oben gehen. Bleibst du sitzen? Gehe ich hier nicht runter? Musst du mal schauen, hier, den Geländer. Ja, Mann, das nützt mir extrem viel. Freddy, hilf mir! Und wieso hat man nicht einfach den Fluss so abgebaut, dass er bis da oben geht? Das braucht sehr wenig Energie, weil das ist eine Balance. Ja, natürlich. Okay. Mach ich parat. Hier unten ist das Zwergenland. Zwergenland ist staunend, du sagst es. Leine los! Leine los! Das mache ich mega gerne. Das mache ich gerne. Ich habe gerne. Ich kann befehlen. Da kannst du befehlen, da kannst du etwas sagen. Freddy, mach ein paar Liegestütze. Ich gehe hier ran. Ja, ja, ja. Oh. Einfach, wenn das Geländer kommt, dann ist es schlecht. Wie viele Kilometer habe ich zurückgelegt heute mit dem Kanalschiff? Von Lüselburg hierhin, ja. Da haben wir jetzt ziemlich genau 10 Kilometer zurückgelegt. Wunderbar, dann bin ich erlöst. Du hast das super gemacht. Danke. Alle Schleusen tipptopp geheicht. Das letzte Ding auch ohne größere Angst überwunden. Jetzt machen wir Schluss. Dann noch ein bisschen Sinneln da. Mhm. Und tschüss. Ja, und bevor wir alle seekrank werden, war das für heute. Aber wenn ihr mal ein Thema habt, das ihr gerne in der Sendung sehen würdet, dann schreibt mir eure Idee auf redaktion@saramachts.tv. Bis nächste Woche, wenn ihr wollt. Bis dann, eine gute Zeit und tschüss. Sarah macht's im Striptease-Lokal. Über unsere Moderatorin, wie die anderen Tänzerinnen blank ziehen, das seht ihr in der nächsten Folge.
Sarah macht's ist dir präsentiert worden von Ottos. Über 100 Mal in der Schweiz.